Moin Moin, ihr Romaniacs, hier ist der Sean. Ich begrüße euch am heutigen Sonntag zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, eigentlich ist der Sonntag der Tag, wo ich gar keine Overwatch-Videos veröffentliche. Ja, liegt in der Regel daran, dass wir Samstag und Sonntag streamen. Das heißt, heute ab 16 Uhr könnt ihr gerne auf unserem Twitch-Kanal vorbeikommen und da werdet ihr für ca. 2 Stunden wieder einen Overwatch-Stream sehen, also von 16 bis 18 Uhr. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, heute mal ein kleines Video zu veröffentlichen. Und während ich sonst natürlich immer Gameplay-Videos mit, ja, einer Live-Vertonung raushaue, beziehungsweise ist das in letzter Zeit normal, ist das heute einfach so ein Match, wo ich ein bisschen nachkommentiere und, ja, so ein bisschen meine Gedanken zum Match und allgemein zu Overwatch mal wieder so ein bisschen äußere. Das muss gelegentlich einfach auch mal sein. Ja, was ihr heute seht, ist quasi ein Match, wo ich mit Winston unterwegs bin. Und wer sich meine Overwatch-Videos in letzter Zeit anguckt, der sieht eigentlich, dass ich nicht so viel mit Winston unterwegs bin. Und auch nie unterwegs war. Das liegt tatsächlich so ein bisschen daran, dass es Charaktere gibt, mit denen man, glaube ich, nicht so gut zurechtkommt. Ja, bei mir ist das Winston, bei mir ist das eine Widowmaker, zum Teil auch Hanzo, auch wenn der ja Baumstämme verschießt, da müssen wir uns nichts vormachen. Da kann selbst ich mich gut fühlen. aber ja, ich sag mal, Winston gehört zu den Charakteren, wo ich mich nie so super gut fühle. Und wir hatten hier eine nette kleine Gruppe, mit der wir wieder unterwegs waren. Das heißt, ich habe mich mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone herausbegeben. Und ich denke, das ist tatsächlich etwas, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht zu sehr sich auf diesen Begriff Main verschießt. Ich weiß, das machen sehr viele, die und ich sehe es ja allein durch unseren Community-Server oder wenn wir Subgames machen, dass wir immer wieder Leute haben, die sagen, hey, ich bin ja Hanzo Main und ich habe 135.000 Stunden Hanzo. Und wenn man dann sagt, ja, was spielst du noch? Dann sagen sie gar nichts. Und das ist in vielen Momenten in meinen Augen ein Problem. Also es spricht natürlich nichts dagegen, ein paar Charaktere zu mainen, die primär zu spielen. Ich empfehle immer so ein bisschen, vielleicht aus jeder Kategorie einspielen zu können. Denn es sollte einfach auch so ein bisschen die Abwechslung da sein. Das heißt, was macht man denn jetzt in einem Ranked Match, wenn man ein Hanzo-Main ist, wenn da plötzlich schon ein Hanzo ist? Ich weiß, viele machen es ganz einfach. Die fangen an zu flamen und sagen, ich troll euch, bis ich den Hanzo kriege. Habe ich schon erlebt. Viele wählen dann auch einen Charakter, mit dem sie gar nicht klarkommen. Deswegen finde ich es persönlich sehr wichtig, dass man einfach für ein bisschen Abwechslung sorgt. Dass man immer wieder so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rausgeht und dass man versucht, Charaktere hier und da mal zu spielen und zu erlernen, mit denen man nicht so häufig spielt. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir gerne sagen, wenn ich da falsch liege, weil ihr ja Genji-Main seid und nichts anderes spielen wollt. aber ich halte es persönlich für einen sehr wichtigen Aspekt. Und gerade mit diesen Sachen, die Overwatch momentan festlegt, dass wir, dass das Helden-Stacking in vielen Bereichen nicht mehr möglich ist und zukünftig auch nicht mehr möglich sein wird. Gerade unter dem Aspekt denke ich, es ist unglaublich wichtig, dass man nicht nur einen Charakter kann, sondern dass man vielleicht aus jeder Kategorie einen kann und je mehr Charaktere man spielen kann, umso besser. Desto wichtiger ist man für jedes Team. Machen wir uns da nichts vor. Ja, deswegen an diesem Tag hier habe ich ein bisschen in sicherer Atmosphäre mit Freunden, das heißt Leute, wo ich mir sicher war, die flamen mich nicht, wenn ich schlecht spiele, habe ich ein bisschen Winston gespielt und ich finde immer, Winston ist so ein Charakter, der teilweise sehr, sehr schwach wirkt, auf der anderen Seite natürlich auch viel, viel Schaden mit seiner Waffe machen kann, wenn die Ziele oder die Gegner zu eng zusammenstehen. Weil man kann irgendwie alles anhitten und darauf hoffen, dass die eigenen Teamkollegen den Rest erledigen. Das werden wir hier gleich auch nochmal sehen, weil ich habe einen sehr eindrucksvollen Ulti am Ende. Und das ist auch fast der Grund, warum ich dieses Video rausgehauen habe. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen probiert, habe Spaß gehabt und das zählt. Und tatsächlich merkt man auch echt Lernfortschritte. Also ich habe das hier mit Winston gemerkt. Ich glaube, das war die zweite Partie, die ich mit Winston gespielt habe. Und ich fühlte mich ganz gut. Also das war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, nie mehr Winston oder sowas. Während mich hier der Rotok erledigt hat. Rotok ist ja auch so ein Problemfall. Ich glaube, der Charakter, der am meisten OP ist. Ich verstehe es bis heute nicht, wieso Rotoks Selbstheilung noch nicht gefixt wurde. Das ist fast absurd. Ja, auf jeden Fall hatte ich hier Spaß, habe mit Freunden gespielt, fühlte mich sicher, fühlte mich nicht so, dass ich gleich geflamed werde, wie vielleicht in einem Public-Match, wenn man einen neuen Charakter probiert. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Aspekt. Wenn man Charaktere ausprobiert, dann in sicherer Atmosphäre mit Freunden, die einem nicht gleich an die Gurgel springen. Wobei das bei uns teilweise auch mal passiert. Wer unsere Streams kennt, der weiß das. So, jetzt haben wir gehört, unsere Gegner haben Teleporter.
kommen hier ganz gut um die Kurve an der Stelle rum, haben allgemein sehr drum gepusht. Ja, versuche hier so ein bisschen meinen Teamkollegen zu helfen gerade. Versuche irgendwie so ein bisschen die Mercy wechseln. Ich versuche irgendwie in den Ulte reinzugehen, der David gelegt hat als Saya. Hol mir noch einen Doppelkill. Hier sehen wir jetzt übrigens das, was ich meinte mit Roadhog ist OP. Im Grunde genommen, ich halte meine Waffe die ganze Zeit drauf und er heilt sich einfach mal weg. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie Roadhog immer noch diese Art von Selbstheilung haben kann. Das ist so krass. Also, wow. Absurd. Ja, auf jeden Fall auch hier. Ich gehe nochmal drauf, versuche nochmal mein Bestes. Ich glaube, ich hole mir den sogar weg. Na, ich habe mir nicht weggeholt. Natürlich nicht. Einen Roadhog holt niemand weg. Ja, nicht über den Cut hier wundern, aber ein kleiner Bildfehler. Jetzt sehen wir aber sehr Eindrucksvolles. Und zwar sehen wir, dass ich sehr früh mein Ulti zünde und gleichzeitig geboostet werde. Und das sorgt für 1, 2, 3. Das wird uns 4. 5 Kills. Und das war der Moment, als ich auch dieses Aggressionstraining-Achievement freigeschaltet habe, da ich mir dachte, oh cool, das Match muss ich irgendwo mal verwenden. Und am heutigen Sonntag hat es ganz gut gepasst, weil ich hier auch nochmal sogar noch einen Dreifach-Kill nachschieb. Auch wenn laut Killfeed der eher David und Saxonio angerechnet wird. Ja, das ist einfach so. Aber das ist ja auch das Schöne an Winston, dass man eigentlich so alles irgendwie anhittet. Und wie man hier sieht, ich springe überall hoch, versuche die Jungs da oben noch zu erwischen. Werd ein bisschen zu greedy jetzt, als ich mir einen Junkrat hole und werd dann erledigt. Aber ganz ehrlich, diese Killing Spree, auf der ich hier war, dieser, was war es, 5-fach-Kill, glaube ich. Wie gesagt, war ich nicht alleine daran beteiligt. Aber dieser 5-fach-Kill und dann noch, ja, nochmal 2 hinterher, das ist schon relativ geil gewesen. Und das war der Moment, wo ich hier saß und abgöttisches Grinsen drauf hatte und mir dachte, ich habe die platt gemacht. Und man, ihr kennt das vermutlich. Man schaut dann auch gar nicht so auf den Killfeed, wer wirklich daran beteiligt war und wem der Kill angerechnet wurde. Man sieht bei sich selbst nur die Eliminierung angezeigt und freut sich in Ast, während unser Team hier schön das Match gewinnt. Ja. Kurzes, knappes, kleines Overwatch-Video heute. Ich wollte es tatsächlich reinnehmen wegen dem Ult und habe mich dann ein wenig geärgert an der Stelle hier, dass die Mercy, also allgemein, ich freue mich immer sehr, wenn eine Mercy ein Play of the Game kriegt, aber wenn ihr euch das Play of the Game jetzt mal anschaut, das sind 2er-Res. Also im direkten Vergleich, ja, Play of the Game ist immer noch broken an der Stelle. Aber sowas von. Deswegen verlassen wir auch hier das Match. Ich warte gar nicht meine Kills ab. Ich springe nochmal kurz ins Hauptmenü an der Stelle und zeige euch das Highlight nochmal. Denn ach, es war einfach sehr schön. Und ganz ehrlich, wie man hier sieht, ich habe 4-mal an dem Tag Winston gespielt und jedes Match lief toll. Wir werden demnächst auch einen Winston Guide sehen. Das war auch einer der Gründe, wo ich mich darauf vorbereitet habe, mal wieder ein bisschen mit Winston einzuspielen. Ach, hier schön der Rage, den ich habe. Sehen wir es nochmal geboostet. Einer wird weggeholt. Hol mir die Mercy, hol den Reinhardt noch mit weg. Versucht noch auf die Leute am Boden zu gehen. Die Pharah entwischt mir leider. Schlag dann hier nochmal zu. Und ja, es war geil, es war ein geiles Match, Freunde.